Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei FIFA 14 zum letzten Spiel für dieses Wochenende. Rosenthal, ich glaube, nee, den will ich nicht verkaufen. So. Oh, was haben Spieler wieder zu meckern hier? Ich bin unzufrieden, das ist mir jetzt erstmal egal. Weiter. Nur ein Transferangebot. Angebot. Ich weiß nicht. Zögern. Der Vorstandschaft hat erfolgreich gesagt und bla bla bla. Wir werden hauptsächlich in der Folge. Ja, schön. Gut. So. Muss ich hier erstmal. Hey! Was soll der Scheiß denn? Wo sind Lakic und. Hallo? Da brauche ich ja doch noch einen Stürmer. Verdammt, was soll das denn? Ich hatte. Hä? Was habe ich denn da jetzt verpasst? Sekunde mal. Wo sind die? Suchen. Position, Angriff, Rolle, alle. Liga, alle. Spieleralter, 19, maximal 24. Nationalität ist mir egal. Moment. Ich suche mal nach freie Spieler. Nee. Schauen wir mal hier. Die Suche war zu ungenau. Na gut, dann. Ich hätte gerne einen aus Deutschland. Mal schauen. Okay, Moment, und jetzt noch zu verleihen. So. Okay, die sind alle zu verleihen. Dann nehmen wir. So, Moment, den.
Und so, die beiden beobachte ich jetzt erstmal. Und dann schauen wir mal weiter. Wieso kann ich nicht spielen? Ach so. Spielen. Unser letztes Spiel für dieses Wochenende. Spielen. Tor. Na gut. Willkommen zum heutigen Testspiel. Am Mikrofon Manni Beugmann und Frank Buschmann. Ui. Und in der heutigen Partie heißt es Cagliari gegen Eintracht Frankfurt. Wie siehst du die Frankfurter Eintracht heute, Buschi? Ich sehe sie in Das Rot-Schwarz. zweite Spiel der Vorbereitung gewinnen, nachdem sie schon das erste für sich entscheiden konnten. Hui! Nicht nur abgewehrt, sondern Okay, lassen wir den Quatsch mal. souverän festgehalten. Ich hoffe, das läuft jetzt noch einigermaßen störungsfrei ab, das Spiel hier. Huch! Zweikampf um den Ballbesitz. Her mit dem Ball, So, danke. jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Paff! Ach Gott, viel zu hoch. Getäuscht, wie weit dieser Ball über das Tor fliegt. Oh Mann. Hei. Na gut, zack, zack, zack. Oh. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Wah! Bleib doch im Kasten, du, ey. Ja, tritt mir ruhig auf die Füße. Wenn ich das mache, gibt es sofort einen Freistoß. Aber andersrum ist ja egal. Oh Mann. So. Zack. Was für ein Scheiß, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sagte ich schon, oh Mann? Oh Mann. Oh Mann, ey. Ah! Mann! So, erstmal ein bisschen Ruhe rein hier. Zack, zack. Nein. Doch, okay. Aber hör auf zu haken. Ja, schön. Ist klar. Mit Ball sind sie schneller, ohne Ball sind sie schneller. In einem luftleeren Raum wären sie schneller. Vielleicht sollte ich den Trainerposten an den Nagel hängen, ey. Ich weiß nicht. Gute Flanke. Hose da. Boah! Mann! War schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Wie viele Torschüsse hat es heute eigentlich gegeben? Sechser für mich. Und zwei kurze wieder zu hoch, verdammt.
der Flanke kann er nichts anfangen. Das liegt gar nicht daran, dass er zu klein ist, sondern wie gesagt, da hätte er 3,60 Meter groß sein müssen, dann wäre was gegangen. Ja, wenn man dann schon mal so eine Standardsituation hat wie hier, dann sollte man da definitiv konzentrierter abschließen. Ach, halt doch die Klappe, du bekloppter Kommentator. Dropkick, aber... Naja. Hoppala. Nein! Wow! Halleluja. Was will der denn? Ey. Na, da, ja, na gut, von mir aus. Stützt der sich eiskalt auf, ey. Und der Keeper kam schon wieder raus. Und der Pass kommt natürlich nicht an. Nö. So. Mann! Geh mir doch aus dem Weg, du. Ein Versuch der Balleroberung. So, jetzt muss der Torwart ran. Das gibt's doch gar nicht. Ey. Was für ein beschissener Freitag ist denn das heute? Ja, für euch ist das schon Sonntag, aber ich nehme ja alle vier vollen, also alle vier Spiele hintereinander am Freitag abends auf. Ja, und auf jeden Fall ist für mich ein ziemlich beschissener Freitag in diesem Fall jetzt. So. Den kriegen wir sowieso nicht. Mann, geh doch drauf, ey, du. Eumel, du. Ah, Gott, ey. Geh doch. Mann, und. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Geh doch drauf! Und hör auf zu haken, das Thema hatten wir auch schon. So. Nein! Und jetzt verliert er den Ball. Jan Rosenthal. Ja! Komm, ey! Als ob! Bleib mal realistisch, du! Oh. Oh, ZOM. Ich krieg noch zu viel. Was anderes bringt's ja jetzt nicht. Sind einfach meine Stürmer weg. Damit komme ich immer noch nicht klar. Ich weiß nicht warum. Habe ich da irgendwas verpasst? Und Achtung, genau hingeschaut. Puff. Klasse wieder. Dafür gibt es den Freistoß. Und das aus gefährlicher Position. Dreimal geht das Täfelchen hoch. Jetzt bräuchte ich einen Linksfuß. Ja, mal einen Linksfuß. Oh. Hat nicht viel gefehlt, aber er war noch dran. Und wieder
Pfosten. Der ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Hey, hey. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Auch wenn. Es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder. Ja! Mann, 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 Mann. Geh doch auch runter, du. Und das war wieder ein Foul. Ist auch witzig, oder? Er ist über uns rüber gesprungen und trotzdem war es ein Foul. Oh, Mann. Das war ein leichtfertiger Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Peter attackiert. Leck mich doch aber. Mann, jetzt reicht's mir aber gleich. Das kann doch nicht wahr sein. Alles anders wird. Der Trainer bringt zwei frische Kräfte. Und ist klar. Egal, was mit dem Ball passiert. Egal, wie komisch der hüpft. Immer steht ein Gegner genau an der Stelle, wo der Ball hinfliegt. Das war aber auch dein Glück, ey. Das war aber auch dein Glück. Warum stehst du schon wieder so weit draußen? Meine Güte. Ja. Das kann doch nicht sein, dass die einfach immer nur da stehen müssen, ey. Egal, was passiert. Hauptsache, sie stehen in der Nähe und schon kriegen sie den Ball. Das ist nicht normal. Scheiß Computertechnik manchmal, ey. Nach. Zack. Lässt. Bei mir wäre es ein Foul gewesen. Ist doch klar, ne? Was macht der denn da? Einfach köpfen und nicht abprallen lassen. Oh Gott, ey. Ein paar Minuten sind nur noch zu spielen, liebe Zuschauer. Und es ist noch alles drin. Es ist alles möglich in dieser Partie. Schöne Flanke. Und. Was für ein Tor? Was war das denn? Oh Mann. Wie will er den, wie hat er den denn bitte schön versenkt? Das geht doch gar nicht. Hä? Was für ein Kopfballding. Was heißt der höher? Das ist klar. So ein Ding verwandelte dann ein Ding der Unmöglichkeit auf. Auf jeden Fall, so wie er den geköpft hat. Nee, 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 nee. Aber die einfachen. Die. Was steht der schon wieder so weit draußen? Bleib mal im Kasten, du Sackgesicht, ey. Oh, oh Mann. Was für ein. Also, der Keeper hätte kein Keeper werden sollen, wenn er so gerne draußen spielt. Und da war so gerade eben noch 1-0 gewonnen. Oh Mann. Und das letzte Spiel an diesem Wochenende geht an uns. Ja, Gott sei Dank, würde ich mal sagen. Okay, Freunde, aber bevor ich hier noch vollkommen ausraste, würde ich sagen, im nächsten Part, also am nächsten Samstag, sehen wir uns dann hier wieder. Ich sage ciao. Und bis dann. Tschüss.